Hallo, ich bin Ulrich und es geht um ein Jahr Privatinsolvenz, Verbraucherinsolvenz. Da habe ich mich jetzt für so einen Blick auf ein Kalenderjahr zurück entschlossen, weil also am 30. November 2014 habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das ist ein Termin, der ist recht klar zu bestimmen und der ist recht einfach und eindeutig zu bestimmen. Auch wann die Verbraucherinsolvenz beginnt, ist klar definiert. Allerdings, ich hatte ja in dem Video schon in dem Video, wie lange dauert ein Verbraucherinsolvenzverfahren eigentlich wirklich, schon gesagt, so einfach ist es dann doch nicht, weil die Frage sich stellt, ob da die Schuldenberatung fester Bestandteil des Verfahrens ist oder nicht und ob das damit zugehört und so weiter. Darum habe ich mich entschlossen, jetzt auf, wie gesagt, ein Kalenderjahr, nämlich auf das Jahr 2016 zurückzugucken. Und ich sage schon von vornherein, ich weiß im Moment nicht, mit welchem dieser beiden Schilder ich mich vor das Finanzamt stellen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Moment, ich halte sie nochmal so hin. Ja. Ich kann es momentan wirklich nicht sagen. So, aber zunächst mal gucken wir uns mal ganz was anderes an. Es hat ja auch vor dem 30. November 2014, wie gesagt, mein erstes YouTube-Video, ein Jahr Null gegeben, wo ich ja auch immer schön wieder darauf zurückblicke. Und auch hier hat es ein Jahr Null gegeben. Und auch in diesem Video sind eigentlich, ich habe immer alles kontinuierlich ziemlich mitgeblockt, aber auch nicht alles, fast alles aber. Im Jahr, das Jahr Null sah dann halt so aus, es ging mit meinem Gewerbe einfach nicht weiter im Hartz-II-System, das war auch klar. Und dann sagen die mir beim Hartz-IV-Amt, wenn Sie Ihr Gewerbe selbst abmelden, behandeln wir Sie so, als wenn Sie aktiv gekündigt hätten. Da steht man erstmal da und macht dicke Backen. Was nu? Gut, ich konnte dann einen meiner Hartz-II-Auftraggeber davon überzeugen, mich ins Hartz-I-System zu holen. Na? Und das hat dann auch geklappt und jetzt musste ich natürlich 3 Monate wenigstens erstmal im Hartz-I-System sein, bis ich sicher das Gewerbe selbst aktiv abmelden konnte. Eine Krücke da rauszukommen ist die Abmeldung von Amts wegen. Die kam dann auch, aber da war es schon zu spät. Da gibt es dann ja auch ein entsprechendes Video zu in der Playlist. Gut, die Antwort auf dieses Video habe ich nicht protokolliert, aber da kam dann ein Schreiben, ja, wenn Sie dann doch wieder ein Gewerbe anmelden sollen, würden wollen, ja, Konjunktiv, dann müssen Sie damit rechnen, dass dieser Gewerbeanmeldung nicht stattgegeben wird. So in etwa las ich dann die Antwort. Gut, soweit. Dann gab es weiteren Probleme. Ich wollte diese 3 Monate natürlich nicht hier Däumchen drehen, sondern auch schon mal nutzen. Und da habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, wer macht überhaupt Schuldenberatung, welche Formulare brauchen die, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und so weiter. Da gibt es ja das Video, wo ich hier hinten an dem Monitor noch sitze und entsprechend hier fast zusammenbreche, weil die ja nicht mal wissen, was auf ihrer eigenen Homepage steht. Habe ich seinerzeit nicht verstanden. An dieser Stelle muss ich nochmal ausdrücklich sagen, das Thema Schuldenberatung und Gewerbeabmeldung ist auf YouTube ja doch ein Thema. Es gibt zwar nur wenige Kanäle, wo es um das Thema Privatinsolvenz, Verbraucherinsolvenz geht, aber da sind doch einige private Schuldenberater unterwegs, die sagen, melden Sie Ihr Gewerbe nicht sofort ab. An dieser Stelle muss ich nochmal auf das Video, das Gespräch mit meiner Insolvenzverwalterin und die Konsequenzen daraus verweisen. Beim Rausgehen sagt die mir noch, Sie glauben ja gar nicht, wie beratungsresistent einige Leute beim Thema Gewerbeabmelden sind. Da sage ich, oh doch, das glaube ich. Weil also der Mensch, der mich da vom Hartz II ins Hartz I-System geholt hat, der war zwischenzeitlich auch pleite. Und da habe ich das Ganze mitgekriegt, was das für ein Beratungsaufwand ist. Den Leuten beizubringen, es hat doch nicht funktioniert. Warum sollte es jetzt im zweiten und im dritten Anlauf funktionieren? Und wenn man da mal genau hinfragt, dann ist es meistens nicht mal die erste Pleite, die die hinlegen, sondern sogar die zweite auf Kosten der Frau und ähnliches.
Halte ich persönlich für verantwortungslos, aber ist Geschmackssache. Gut. Jo, und das plätscherte dann so vor sich hin, auch dieses Jahr null, die Schuldenberatung. Und dann haben wir die Schuldenberatung ja erstmal unterbrochen, um uns mit den beiden Sachen auseinanderzusetzen, mit dem Finanzamt. Die haben dann von mir auch alle Unterlagen gekriegt, die sie in der Vergangenheit nicht gekriegt hatten, weil also man läuft ja irgendwo im Rad. Das Geld, um noch einen Steuerberater zu bezahlen, ist also nicht mehr da und die Zeit, weil man ja sich in allererster Linie um neue Aufträge kümmert, sich mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen, ist dann auch nicht mehr da. Und an dieser Stelle beißt sich dann die Katze meistens in den Schwanz. Auch das ist so ein Blick zurück, ja. Gut. Wie geht's dann weiter? Dann hat das Finanzamt ja einige Bescheide anerkannt und die viele aber auch nicht. Und an dieser Stelle muss ich erstmal schimpfen und eindeutig sagen, das hier ist das Richtige. Warum? Das Finanzamt nennt es zwar Schätzbescheide, aber unter einer Schätzung, wenn man da mal bei Wikipedia guckt, was das voraussetzt, die schätzen nicht, die raten einfach irgendwelche Zahlen. Raten ist selbst noch zu positiv ausgedrückt. Die erfinden willkürlich irgendwelche Zahlen. Und ich bin mir sicher, wenn sich das Finanzamt auf irgendeine Diskussion da einlassen würde, müssten sie das auch zugeben. Man kann aber nichts machen. Das hängt mit der Verwaltungsberichtsbarkeit zusammen. Beim Verwaltungsgericht, also das Finanzgericht, ist eine Spielart des Verwaltungsgerichts. Braucht man nicht als Normalsterblicher nicht zu klagen. Man hat da keine Chance. Da werden 99,9% der Fälle werden abschlägig entschieden. Warum das so ist, möchte ich hier heute nicht behandeln. Außer man kann das auf den Punkt bringen: Bananenrepublik. Gut. Was und dann sind wir jetzt schon so weit, dass wir jetzt auf Januar 2016 zurückblicken können: Januar, Februar, März. Da passierte dann nochmal Folgendes. Einer meiner Gläubiger verkauft ganz kurzfristig vor Beginn der Privatinsolvenz meine Schulden noch an einer Organisation namens GFKL. Die sind mir kräftig hier auf den Nerv gegangen, weil sie auch massiv gedroht haben, nämlich zum Beispiel mit Pfändung der Mietkaution. Das ist durchaus noch wieder ein Thema, verschieben wir aber aufs Schluss, auf den Schluss des Videos. Dann meldete sich der Gerichtsvollzieher vom Finanzamt nochmal. Die haben ja einen eigenen Gerichtsvollzieher. Der nennt sich dann Vollzugsbeamter, aber der macht quasi auch nichts anderes. Ja, der Unterschied ist der normale Gerichtsvollzieher, da fährt man ja hin zu ihm ins Büro und der Vollzugsbeamte muss nach Hause kommen. Also ich habe versucht mit dem zu reden, ob er unbedingt hier vorbeikommen muss. Ja, muss er. Er hat mir dann erklärt, ja, wir sollen halt gucken, ob hier nicht doch noch irgendwie ein Goldring auf dem Tisch liegt oder so. Da geht's drum. Das ist beim normalen Gerichtsvollzieher wohl ein bisschen anders. Gut. Dann war ja auch in diesem Jahr bei der Schuldenberatung die Anträge auf Privatinsolvenz, auf Restschuldbefreiung und so weiter fertig machen. Ich komme von der Schuldenberatung nach Hause, liegt hier ein Brief vom Insolvenzgericht. Das Finanzamt hat Regelinsolvenz für Sie beantragt. Oh nein. Ich bin hier fast zusammengebrochen. Jetzt gibt es ja eins, das hat sich ja auch, wer die Videos jetzt verfolgt hat, die neuen alten Quellgeister zum Beispiel, Konsequenz ist Nichtstun. In dem Moment, wo das Privatinsolvenzverfahren läuft, das Verbraucherinsolvenzverfahren, ist das nicht mehr angezeigt. Und das Schlimmste, was man tun kann, wenn das sonst eigentlich oftmals das Richtigste ist, ist es in diesem Fall auf jeden Fall verkehrt. Also saß ich hier und musste erstmal dem Insolvenzgericht einen Brief schreiben, dass das ja wohl alles dummes Zeug ist. Viele Leute haben mich auch in 2016 gefragt, ja, wo sind denn da die Unterschiede? Gut, kann ich so im Detail auch nicht sagen. Das Wesentliche ist wohl Folgendes. Ein Regelinsolvenzverfahren setzt noch eine gewisse Restmasse voraus. Es muss wenigstens noch das Geld da sein, das Insolvenzverfahren zu bezahlen. Wenn das nicht der Fall ist, wird ein Regelinsolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt. Gut, dann wurde da ein Gutachter bestellt, mit dem habe ich auch mehrfach telefoniert und auch ein Gespräch geführt. Auch da gibt es ja einen Blog drüber, also ein Video drüber.
Der war mir menschlich eigentlich sehr sympathisch und wir gingen auch eigentlich beide davon aus, dass das auch der Insolvenzverwalter werden würde. Aus diversen Gründen, die hier den Rahmen des Videos jetzt sprengen, ist er das dann doch nicht geworden. Gut. Dann hatte ich einen Regelinsolvenz, den meldete sich ein anderer Insolvenzverwalter bei mir. Beziehungsweise ich habe den ersten Schritt gemacht. Und da musste ich dann erstmal durchsetzen, dass wir per E-Mail bitte kommunizieren. Das war auch ganz gut so, weil ich habe wirklich Probleme, ihm Briefe zu schicken. Da gab es dann zum Beispiel dieses Ding Anmeldung zur Tabelle und da muss ich ja nochmal bestätigen, ja, die Forderungen, die da draufstehen, die angemeldet sind, sind soweit korrekt. Und dieser Brief, das war ein sehr kurzfristiger Termin, muss ich sagen, schicke ich mit der Post dahin und dann habe ich den, als er schon lange da sein sollte, wieder hier im Kasten und so. Das ist ein Video, das ist auch auf diesem Kanal, aber nicht in der Playlist, heißt Handy Porto. Seitdem nutze ich kein Handyporto mehr, weil das Risiko ist mir zu groß, dass die da einfach nicht mit umgehen können bei der Bundespost. Gut. Jo, seitdem läuft das Verfahren. Jetzt kommen wir mal zu dieser Frage wieder. Meine beiden Zettel. Stelle ich mich mit dem vors Finanzamt oder mit dem oder vielleicht auch mit beiden gleichzeitig? Ich weiß es im Moment nicht. Hört sich dämlich an. Also, wenn das Finanzamt realistische Bescheide in die Welt hätte, realistische Forderungen definiert hätte, Schätzungsbescheide gemacht hätte, die auch das Wort Schätzung verdienen. Das heißt, in eine Schätzung lasse ich ja von der Logik her erstmal das einfließen, was ich schon an Daten habe. Und das ist jede Menge. Und eine Schätzung kann also kein Raten irgendwo sein. Und selbst Raten ist noch geschönt für das, was die machen. Also irgendwelche Zahlen zu erfinden, ist kein Raten mehr und erst recht keine Schätzung. Hatte ich ja nun immer wieder gesagt. Dann hätte man eventuell noch was vergleichen können. Heißt, das ist das, was ich ja auch immer wieder gesagt habe, auch so ein Blick aus 2016. Das Insolvenzgericht macht die gleiche Arbeit, die die Schuldenberatung zuvor gemacht hat, eigentlich noch ein zweites Mal. Ein bisschen anders. Und zwar gibt es ja da das Thema, wie lange dauert ein Insolvenzverfahren eigentlich wirklich? Man kann ja auf 3 Jahre verkürzen, wenn noch so und so viel Kapital da ist. Und da hatte ich an dem Video schon gefragt, ist es überhaupt irgendwie theoretisch vorstellbar, dass das eintritt? Weil wenn noch so viel Kapital da wäre, hätte die Schuldenberatung hier einen Vergleich schon herbeigeführt. Oder? Also die Frage ist in dem Video ja schon gestellt. Hat sich bis jetzt noch keiner drauf gemeldet, ob es da irgendeine theoretische Denkbarkeit gäbe für diese Frage, für die Verkürzung auf 3 Jahre. Meinen Fantasierahmen sprengt das ein bisschen. Gut. Wenn die Forderungen des Finanzamtes gerechtfertigt wären, hätte ein Vergleich stattfinden können, dann hätte ich jetzt aber Schulden, die ich zurückbezahlen müsste. Aller Wahrscheinlichkeit nach ohne Zinsen und so weiter, weil das im Rahmen weiterer Privatkredite hätte erledigt werden müssen. Das wäre aber theoretisch denkbar gewesen. Da das Finanzamt jetzt aber gesagt hat, unsere völlig frei erfundenen Bescheide setzen wir jetzt durch. Wir bestehen darauf, dass Sie diese Bescheide begleichen. Führte das natürlich jetzt dazu, dass ich nur die eine Möglichkeit hatte, wir melden Privatinsolvenz an. Punkt. Es gibt keine Alternative mehr, irgendwas zu verkürzen. Eventuell, da kommen wir gleich noch zu, die 5 Jahre. Da kann man noch mal drüber nachdenken, aber viel mehr als ein theoretisches Nachdenken ist es eigentlich auch nicht. Das führt jetzt also dazu, dass es momentan zu diesem Schild führen würde, mit dem ich eigentlich vom Finanzamt, mit dem ich mich, das führt jetzt eigentlich dazu, nach meinem aktuellen Blick zurück, würde ich mich eher mit diesem Schild vors Finanzamt stellen. Warum? Da diese frei erfundenen Forderungen vom Finanzamt so hoch sind, dass man sie überhaupt nicht irgendwie vergleichen oder sonst was mehr kann, sieht es im Moment danach aus,
dass ich natürlich auch nichts mehr bezahlen muss. Das Gehalt sieht Nullplan vor. So, und damit sind wir bei dem Punkt, was ist verwertet? Was ist dieses Jahr verwertet worden? Eine Never-Ending Story dieses Jahr war das Auto. Das hat mich Nerven gekostet. Und zwar hatte ich bei Beginn der Privatinsolvenz noch ein ziemlich abgewirtschaftetes Kfz. Und ja, das war ein Theater und immer wieder schreiben und machen und dann Wertgutachten. Dann stellte sich heraus, Wertgutachten ist zu teuer. Dann Schätzwert über den ADAC irgendwie feststellen geht auch nicht, weil dieses Auto in Deutschland nur einmal da ist. Ich habe ihr das gesagt und meine Rechtsanwältin sagt dann: Du, da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, mit Logik oder gar gesundem Menschenverstand kommst du da nicht weiter. Die Frau will einen Zettel haben, den sie in die Akte heften kann. Und das war auch so. Da ist dann Folgendes passiert: Ich bin dann selbst zur Zulassungsstelle gefahren und habe den Wagen da höchstpersönlich abgemeldet, damit nichts schief geht. Damit ich den Zettel in der Hand habe, auf dem steht, Wagen ist abgemeldet. Damit ich die Quittung in der Hand habe, Wagen ist abgemeldet. Damit ich das mit meiner EC-Karte bezahlen kann und auf den Kontoauszügen auftaucht, die ich ja immer sobald, wenn ich sie online kriege, an den Insolvenzverwalter weiterleite. Die kommen ja elektronisch hier an und die dann per E-Mail eben weiterzuschicken, ist so ein Aufwand nicht. Was sie da so im Detail kontrollieren, kann ich nur vermuten. Ich nehme mal an, dass es ausschließlich darum geht zu gucken, dass man keine Gläubigerbevorzugung begeht, also nicht doch noch irgendeinen irgendwie bedient. Vermute ich. Wirklich wissen tue ich es nicht. Gut. Ja, und dann konnte ich hier schreiben: So, hier ist der Scan von dem abgemeldeten Fahrzeugbrief. Hier ist der Scan von der Quittung vom Straßenverkehrsamt. Und der Beleg wird auch nochmal auf dem nächsten Kontoauszug auftauchen. Und da, seitdem ist da Ruhe drin. Sie hat endlich ihren Zettel, den sie abheften konnte. Auch als das Auto dann endlich verkauft wurde, ist mittlerweile in der Schrottpresse, wie auch zu erwarten war. Da hat sie gar nicht mehr weiter groß hinterher telefoniert. Ich habe dann auf den Scanner gelegt, den Verkauf, den Vertrag, den Verwertungsvertrag zugeschickt. Es ist Ruhe, ich habe von der noch nichts wieder gehört seitdem. Gut. Versicherung, Autoversicherungen laufen in der Regel von Januar bis Dezember. Und da war ja auch noch dieses Thema. Da kam dann ja ein Verrechnungscheck für die letzten 2 Monate 2016. Da denke ich, diesen Verrechnungscheck einlösen. Diese scheiß bekackten, bekifften Mistversicherungen. Eigentlich gehört dieser Verrechnungscheck denen um die Ohren gehauen. Ich habe auch schon mal von einer Versicherung einen Scheck über 7 Dollar. Ich habe auch schon mal von einer Versicherung einen Scheck über 7 Euro gekriegt. Wenn man einmal überlegt, was so ein Scheck kostet. Man muss erst mal da anrufen über eine 190er Nummer und ein Scheckformular bestellen. Ja, schicken wir zu, ist aber nicht umsonst. Dieses Scheckformular muss mit dem Scheck in einen Briefumschlag, der muss in einen anderen Briefumschlag, den zweiten Briefumschlag spätestens muss ich bezahlen, da muss eine Briefmarke drauf. Zudem kommen Scheckeinreichungsformulare. Also ich würde vermuten, so ein Scheck kostet 10 Euro. Locker an Aufwand. Und wenn man dann, also ich war so sauer auf diese Versicherung mit den 7 Euro seinerzeit. Und hier habe ich es dann, dass ich wirklich gesagt habe, das ist mir jetzt egal, den reiche ich aus Prinzip ein. Die wissen genau, dass solche Schecks nicht eingelöst werden, weil der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag steht. Und da hatte ich jetzt, was da jetzt zurückkam, habe ich dann so gemacht, einen Zweizeiler, zack, Briefumschlag zum Insolvenzverwalter gebracht. Soll der Insolvenzverwalter mitsehen, wie er damit fertig wird. Auch wer mir jetzt erzählt, ich kenne die Argumente durchaus, dass es dummes Zeug ist mit den Schecks. Ich bin bei der Haspa und ich bringe den da eben vorbei, kostet nichts. Da könnt ihr mal schön dran glauben. Und der Weihnachtsmann, den gibt es auch mit Sicherheit, ja. Also wenn das nichts extra kostet, dann bezahlt ihr das irgendwie über andere Gebühren. Da bin ich mir so sicher, wie ich hier jetzt sitze. Nur weil ich bei einer anthroposophischen Bank bin, kann ich da relativ gut durchblicken, was das dann wirklich kostet, weil ich sehe, was so ein Scheck kostet. Gut.
Ja, und dann haben wir den Auto erlöst, dann haben wir diesen Versicherungsrückerstattungsbetrag. Die Kfz-Versicherung gehört nach meinem jetzigen Ermessen nicht zum pfändbaren Kapitel, weil ich die im November im laufenden Verfahren aus dem frei verfügbaren Kapital schon bezahlt hatte. Es hat in 2016 zwei kleine Gehaltspfändungen gegeben. Da bin ich wohl über diese Mindestbemessungsgrenze von, jetzt muss ich lügen, aktuell sind es glaube ich 1077 Geldeinheiten und ein paar zerdrückte geschätzt. Und dann spielt es ja auch noch darüber hinaus das Kapitel bevorzugte Gläubiger, da gibt es ja auch ein Video zu. Bevorzugte Gläubiger haben ja andere Pfändungsmöglichkeiten als normale Gläubiger und da spielen dann Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Überstundenvergütung, Nachtzuschläge und was da so alles reinläuft. Was dann im Detail gepfändet wird, darum, das ist dann mitunter auch ein Problem, das sagten die mir auch beim Hartz-IV-Amt seinerzeit sofort. Nicht jeder Arbeitgeber nimmt Leute, die in einer privaten Insolvenz, Verbraucherinsolvenz stecken, weil das halt bei den Pfändungen wirklich Theater macht. Ich verstehe es nicht ganz, das macht heute üblicherweise eine Software. DATEV ist nur eine von vielen möglichen, aber die bekannteste. Und da sind solche Szenarien hinterlegt und das läuft eigentlich automatisch. Wenn die Daten da sauber eingegeben werden, passiert da eigentlich nichts, was irgendwie Aufwand macht. Es kann allenfalls sein, dass wenn man das über einen als Arbeitgeber über einen Steuerberater macht, dass der für einen Mitarbeiter mit Gehaltspfändung im privaten Insolvenzverfahren höhere Kosten berechnet, weil er an DATEV für höhere Lizenzgebühren bezahlen muss. Kann sein, weiß ich nicht. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch und jetzt versteht ihr, warum ich eher mich beim Finanzamt bedanken müsste. Wie wird's weitergehen in 2017? Das Einzige, was jetzt noch zu holen ist, ist die Mietkaution. Die eine Frage, die ich mir da ja gestellt habe, ist, habe ich schon mal in meinem Leben eine Mietkaution vollständig zurückgekriegt? Ich habe keine Ahnung, wie das laufen könnte. So. In dem Zusammenhang reden wir nochmal über Verkürzung auf 5 Jahre. Hat ja damit was zu tun. Die Forderungen, das hatte ich auch immer wieder gesagt in den Videos, setzen sich aus 3 Kapiteln zusammen. Gerichtskosten, Hauptforderungen, Nebenkosten oder Nebenforderungen. Nebenforderungen sind Zinsen, Inkassogebühren und so weiter. Und zuerst werden die Gerichtskosten bedient. Und wenn diese Gerichtskosten innerhalb von 5 Jahren bedient sind, ist das Verfahren nach 5 Jahren beendet. Wenn das nicht passiert, ist das dauert das Verfahren 6 Jahre. Dann ist die Restschuldbefreiung zwar erteilt, aber auch nicht ganz, weil die Gerichtskosten noch weitere 4 Jahre pfändbar sind. Und das war ja auch Thema in dem, wie lange dauert ein Privatinsolvenzverfahren wirklich. Gut. Wenn ich jetzt mal gucke, neben diesen Einmalzahlungen, neben diesen Einmal-Skalier-Effekten, Auto, Mietkaution, wenn ich dann umziehen sollte in der Phase, was ja auch nicht vollkommen auszuschließen ist, aber irgendwo in Sternen steht. Wenn ich das mal raus, diese Skaliereffekte mal rausrechne und mal gucke, was ist dann pfändbar gewesen in diesem Jahr? Und wenn ich das dann mal realistisch auf 5 Jahre oder auf 6 Jahre hochrechne, dann wird das wirklich ein klassischer Nullplan. Da kommt nichts mehr rum. Nee, dann kommen wir irgendwo in 6 Jahren auf keine 600 Euro. Plus diese Nebeneffekte kommen wir dann irgendwo vielleicht auf 1000 Euro, was dann zu finden ist. Nochmal wieder gutes Finanzamt. Ich danke dir. Weil, wie gesagt, und damit bin ich jetzt durch. Das Video ist sowieso schon wieder viel zu lange, wenn ich hier auf die Uhr der Kamera gucke. Wir machen es mal so, wie am Anfang. Den können wir eigentlich wegschmeißen. Mit dem Blick auf 2017 sage ich gutes Finanzamt. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich danke euch, weil wenn ich hätte vergleichen können, hätte ich von dem, wo sowieso nichts zu holen ist, auch noch was bezahlen müssen. Aktuell, wie gesagt, für 2017 erwarte ich jetzt keine großartigen Änderungen mehr. Ich denke, dass wenn wir im Januar 2018 auf das Jahr 2017 dann zurückblicken, dass das ein verhältnismäßig ruhiges, eingespieltes Jahr werden wird. Aber man weiß es ja nicht.
In diesem Sinne sage ich Tschüss.